Um mit dem Panther von Level 7 auf Level 8 zu kommen, müssen wir 40 Gegner heimlich töten. Ja, der Grind geht los. 2x5 Gegner mit MP töten, ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. 1x einen Gegner im Nahkampf mit der Phantomtechnik töten. Und 2x3 Gegner in weniger als 20 Sekunden, ohne entdeckt zu werden. Jo, das ist alles easy. Bis auf vielleicht 40 Gegner heimlich. Das nimmt langsam absurde Ausmaße an. Aber kriegen wir hin. Wir sind hier übrigens am Skell-Hauptsitz. Falls es dich interessiert, und falls es dich interessiert, warum da jetzt so eine große Lücke war, ich musste mich kurz stumm schalten, weil ich niesen musste. Jo, so, hier haben wir auf jeden Fall mindestens 2 Gegner. Nur noch einen. Was war das? Ja, was war das? Was denn auf jeden Fall? Okay, es sind 2. Ja, dann kommt doch auch mal nachschauen. Ach, da. Ein Auto. Und da oben noch ein Feindstrupp. Zu wem hat er gesagt, wir sollten mal nachsehen? Da war keiner da. Außer ihm. Nun. Und dann nehmen wir gerade die da oben noch mit. Wenn ich sie treffe. Hat geklappt. Ich dachte gerade, da kommt ein Auto. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme hört, aber ich habe jetzt eben das Fenster geöffnet, weil es hier echt warm ist. Ich habe ja mein Aufnahmeeckchen unterm Dach. Und ja, ist gerade ein Flugzeug vorbeigeflogen. Hier fliegen sonst fast nie Flugzeuge vorbei. Zumindest kriege ich es nicht so mit. Normalerweise. Naja, ein extra Level Herausforderung. Störgeräusche aus der Umwelt. So, wir haben da oben Scharfschützen, bestimmt. So, ich habe übrigens gefunden, wo die Simultanschussdrohnen im Dingen sind. Ablink-Protokoll? Das gehört eigentlich zum Pfadfinder. Na gut. Ja, wo die Simultanschussdrohnen im Skilltree sind. Deswegen habe ich die jetzt. Eins. Zwei. Drei. So, das war die erste Herausforderung. Ich wette, da oben ist irgendwo ein Scharfschütze. Hat das echt niemand wirklich so mitgekriegt? Nö. Hier, der Geschützturm ist auch gechillt. Die Gegner hier oben sind komplett gechillt. Nice. Jo, da siehst du, da läuft ein Scharfschütze. So, wie schalten wir die denn jetzt aus? Okay, das war nicht ganz so heimlich. Ist aber nicht schlimm, denn die wissen noch nicht, wo wir sind. So.
Shitstorm macht mir ein bisschen Sorgen. Aber die hat echt ein super Handling, die MP5. Bin ich echt dezent begeistert. Und auch eine gute Reichweite. Schleich, schleich, schleich. Guck mal da. Eigentlich brauche ich die Kisten hier gar nicht einzusammeln, weil ich auf diesem Speicherstand eigentlich sowieso nur die immer nur die ersten 10 Level der Klassenherausforderungen mache. Und da haben wir die zweite Herausforderung. Und die Phantomtechnik ist ausgelaufen. Gleich. Ich habe kein gutes Gefühl. Ja, damit hätte ich rechnen können. Jetzt muss ich weg. Oh, hallo, du. Scheiße, feindliche Einheit. Feind getroffen, Feind getroffen. So. Und damit hätten wir das auch. So, da fehlen nur noch 26 Gegner. Heimlich. Allerdings bin ich jetzt halb tot. Und mein Bein steckt im Berg. Das ist noch viel schlimmer. Was haben wir denn da unten? Könnten da auch noch Gegner sein? Da oben haben wir... Wobei durch die Phantomtechnik. Oh Mann, jetzt ist das Magazin leer. Jetzt bin ich tot. Oder auch nicht. Aber verletzt bin ich wieder. Zumindest verwundet. Los jetzt! Naja, was ist hier eigentlich der Unterschied zwischen verletzt und verwundet? Ich meine, ich habe Leben verloren. Easy going. Was? Bereit zu schießen? Hab's aus den Augen. Ach du Scheiße. Heilige. Okay, ich bin tot. Holy shit. Habe ich nicht in der letzten Folge oder so noch gesagt, dass Scharfschützen immer einmal daneben schießen? Alter, da wurde ich ja richtig ins Kreuzfeuer genommen. Na gut. Na gut. 16 Gegner, nach wie vor. Nein, 26 Gegner, nicht 16. Hey, schön hier. Naja, wenn es hier nicht so versifft wäre. Wäre es hier ganz schön. Hallo, du. Ist er weggegangen? Jetzt ist er ganz weggegangen. Ein Auto. Noch ein Auto. Hat er mich jetzt entdeckt? Ja, natürlich bin ich entdeckt. Gern geschehen. Halte du die da hinten mal auf, bitte. Noch ein Sieg für uns. Ja, noch ein Sieg für uns, genau. Das hier? Ist das das Museum? Bin ich hier beim Museum? Ich dachte, das wäre woanders, aber... Nee, ist nicht das Museum. Oder doch? Doch, ist das Museum. Service temporary, not available. Oder Wanderfahrt? Nee, ach, keine Ahnung. Weiß der Kuckuck. Die sind lieb. Das ist schlecht. Naja, komm. Gehen wir wieder hoch. Mittlerweile. Hallo. Na ihr? Alles fit?
Oh, sehr gut. Ein paar Gegner-Krüppchen. Vielleicht lade ich erstmal vorher nach. Wo ist er? Alter, fall um. Geht doch. Ah, da noch mal. Diesmal mit Luft anhalten. Nice. Ich find's blöd, dass man die Taste so lange halten muss. Dass das mit dem Luftanhalten mal klappt. Nee, lieber dahin. Dann weiß ich wenigstens ungefähr, wo die Gegner sind. Oh, hallo. Wo kamst du denn her? Kriegsverbrechen begehen? Kann ich. Wo war der denn? Ich hab's nur gerade gehört, dass sich da einer bewegt hat. Und hab einfach mal F gedrückt. Gesehen habe ich den nicht. Und er mich auch nicht, so wie es ausgesehen hat. Auf jeden Fall auf Scharfschützen aufpassen. Kann ich darüber vielleicht ganz hoch und dann von oben runterschießen? Das wäre genial. Ich meine, da oben gibt es ja auch einen Fallschirmsprungpunkt. Also muss man da ja auch irgendwie hochkommen. Dann wären die Scharfschützen kein Problem mehr. Ein bisschen Sport muss sein. Immer ein bisschen umgucken, ob da nicht vielleicht doch noch irgendwo so eine lose, vereinzelte Patrouille rumsteht. Jetzt bin ich aber nicht wirklich da, wo ich hin wollte. Hab ich Wasser? Das wäre ganz cool. Wasser, Wasser, Wasser habe ich da. Kann ich mich noch ein bisschen weiter rennen? Oh shit, hier komme ich ja wirklich gar nicht hoch. Nun. Ah, es ist so schön, dass die Tiere wieder Geräusche machen. War ja nach dem vorletzten Update, waren die Tiergeräusche ja weg. Und mit Title Update 4.0.0 wurden sie wieder eingebaut. Wie kann man denn so trinken? Muss ich nicht verstehen. Drei weniger auf der Liste. Und ein einsames Flugzeug in der Wildnis. Gibt es tatsächlich leider gar nicht so viele bei Breakpoint. Oh, guck mal. Bei Wildlands gab es da mehr. Und da hatten die auch einen Sinn. Da waren das oft so Ressourcenbeschaffungsmissionsdinger. Und die haben sich viel besser geflogen als die hier. Gibt sich halt ultra träge. Und Heli fliegen macht überhaupt keinen Spaß. Also mir mal nicht. Oh, da oben haben wir noch ein Wolflager. Haben wir vielleicht noch irgendwo ein tolles Lager, wo ich hin kann? Da ist eine Behemoth. Wo ist die? Ja, ist eigentlich wurscht. Ich schläge jetzt keine Behemoth. Aber ich gehe da unten hin. Oder besser gesagt, ich falle da unten hin.
Kann ich mich töten, indem ich mich treffen lasse vom Flugzeug? Geht das? Ah, nee, ich glaube nicht. Flugzeug ist zu schnell. Es ist nicht explodiert. Es ist nicht explodiert. What the fuck? Jetzt rollt es da rückwärts runter und dann explodiert es bestimmt. Ich bin viel zu begeistert davon. Es lebt einfach noch. Cool. Wow, die ist ja richtig weit geflogen. Nochmal. Nun. Ist irgendwie da oben liegen geblieben. Naja, komm, dann lassen wir es eben. Wie viele Kills brauchen wir noch? 22. Ich gehe vorne rum. Ich sehe keine Gegner. Was ist hier los? Warum ist da niemand? Steht ein Auto und ein Mörser, aber Gegner sehe ich keine. Hm. Ah, da ist ja einer. Da oben läuft auch einer rum. Da oben lief auch einer rum. Da, da ist einer. Ich weiß aber nicht 100%, ob es ein Gegner ist oder nicht. Nö, hier bewegt sich auch nichts mehr. Ach, da ist noch einer. Das werde ich bestimmt gleich entdeckt, weil ich so sorglos hier rumlaufe. Wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich vom HUD jetzt nur an hätte, Fadenkreuz und Gegnermarkierungen. Selbst dadurch wäre es für mich schon so einfach. Oder generell. Vermutlich nicht nur für mich. Ich meine, da geht ja die ganze Spannung flöten, wenn man weiß, wo die Gegner sind. Nicht falsch verstehen, ich habe das bei Future Soldier und bei Dingens, bei Wildlands, habe ich das geliebt anfangs. Dass ich dann irgendwann so gut in dem Spiel war, dass ich neue Herausforderungen gesucht habe. Und dann das HUD ausgeschaltet habe. Aber Wildlands war halt auch eine komplett andere Hausnummer nochmal. Der hat eine Waffe, sehe ich von hier. Ich dachte, es wäre ein Headshot gewesen. So kann man sich irren. Da, hallo! Und noch zwei. Wo sind die letzten beiden? Ja, geht ihr mal mit Bedacht vor. Oh, hallo. Die sind so umsichtig. Ist ja richtig toll. Und da haben wir den letzten. Und damit sind wir auf Stufe 7. Nein, auf 8. Auf Level 8. Sehr nice.